Also vermute ich mal, dass es wahrscheinlich unsere Frau ist. Ist hier noch was drin? Na, na. Ah, jetzt die Truhe leer. Guck an. So, wir haben es hinzugefügt. Das heißt, hier haben wir jetzt den Finger. Und da bin ich gespannt, was das letzte ist. Da bin ich ja mal gespannt. Trial and Error. Versuch und Irrtum. Wo kommen wir denn jetzt schon wieder hin? Und wieder diese Tür, die verbarrikadiert worden ist. Es ist immer diese Tür und immer dieser... Vor allem ist es immer wieder dieser Gang hier, der gleich bleibt. Ja, was heißt gleich bleibt, aber irgendwie immer wieder... Oh, die Küche. Die sieht gerade noch so ein bisschen ordentlich aus. Ich will aber... Mann, verdammt, ich finde es so schade, dass es so viele Wege gibt und dass man hier so viel verpassen kann. Aber hier ist die Tür rausgebrochen. Das heißt, man kann hier ruhig lang gehen. Hoffe ich zumindest. Dass so eine gute Idee ist, hier lang zu gehen? Ich weiß es nicht. Hallo? Hä? Ist das wieder so eine Tür, wo man im Kreis läuft? Warte mal. Hat das Game Jumpscares? Ja, hat es. Im Übrigen, für die Leute auf Twitch. Ja, es hat Jumpscares. Und davon nicht, ja, nicht wenige, aber auch nicht viele. Sagen wir mal so, es reicht. Es reicht. Na, definitiv. Es sind genügend drin, um jemanden gut bei Laune zu halten. Gut bei Laune. Ist übrigens die neue Sendung auf Vox. Gut bei Laune. Die Äpfel gehen uns aus. Aber hier liegen doch genug. Und übrigens Blumenkohl. Ich mag Blumenkohl. Schön mit leckerer Sahne. Er hat gerade noch gesagt, die Äpfel gehen uns aus und liegen. 1000 Äpfel liegen hier rum. Ich schau mal eben in die Schubladen, ob ich hier was zu lesen finde. Na. Okay, da ist nichts drin. Äpfel, noch mehr Äpfel. Aha, unten sind wahrscheinlich auch wieder Äpfel drin, oder? Nein, ein Korb. Ah, und Äpfel. Wer hätte das gedacht? Teller und... Ah, ich dachte Äpfel. Naja. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Apfel gegessen habe. Im Übrigen fällt mir gerade mal auf. Ich esse so wenig Obst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist unglaublich, wie wenig Obst ich dort tatsächlich esse in real life. Ist eigentlich viel zu wenig. Ich esse eigentlich so gut wie gar kein Obst. Es war einmal ein Mann voller Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gesicht war eine Qual. Sie wurde ihm egal. Sie hatte einen Mann mit Passion. Okay, was ein Reim. Du änderst dich nicht, du Tür. Okay. Sound runter. Obst ist Kacke, was? Wer ist das? Eine Frau mit Ratte. Das finde ich Kacke. Was? War ich nicht. Habe ich nicht gemacht. Überall. Das sind Ratten, ne? Oder? Ich. Ja, ist doch gut. Beruhig dich mal, Spiel. Was ist denn hier so?
schon wieder eine Flüsterstimme. Sie haben es ja. Was? You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Für alle neuen Zuschauer, willkommen zur Let's Play Live schon. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Ich werde nicht so auf den Chat eingehen für die Leute, die fragen, warum liest der denn keine Kommentare vor? Es ist ein Live-Let's Play, weil es auch auf YouTube landet, deswegen auch nur die Kamera im Bild, also die Hackfresse hier oben rechts. Hallo, hier, der hier. Und deswegen werde ich nicht so auf den Chat eingehen, weil ich mich aufs Spiel konzentrieren möchte, weil es ja ein Horror-Game ist. Lisa? Geh weg, Oma, bist du es? Geh weg. Geh weg. Ist es Lisa oder ist es Omi? Komme ich hier raus? Natürlich komme ich da nicht durch. Ich gehe niemals durch diese Tür. Das könnt ihr euch abschminken. Die steht jetzt genau dahinter. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Ich mache die Tür auf und dann kommt die Oma. Ich weiß es genau. Die weint doch schon so komisch. Oh. Okay, die Tür geht nicht offen. Was eigentlich, wenn ich mich hier in der Mitte stelle? Ich bin erleuchtet. Okay. Warte. Ich dachte, die steht jetzt hier. Alter. Bin ich froh, dass ich nicht zu der Alten gegangen bin. Zu dieser Knitterfalte. Die... Ich höre die immer noch weinen. Was bewegt sich denn da? Was ist denn das? Okay. Gehen wir mal weiter. Ja, Freiheit! Freiheit, komm ich hier raus? Ich will raus! Sag mal, was ist denn das vor allen Dingen für ein Bau? Wo Fenster einfach mal... Du guckst aus dem Fenster und guckst auf deine eigene Hauswand. Wer will denn bitte so eine Wohnung haben? Wo man in seinen eigenen kleinen Mini-Vorgarten guckt. Oder was heißt Vorgarten? Hinterhofgarten. Don't look back. Schau nicht zurück. Ist es für jetzt gemeint? Ist mir egal. Bestimmt noch irgendwas Fieses. Was? Ist der Hinterhof zum Pfeife rauchen? Ja, ich glaube auch. Ich höre die Alte immer noch. Im Übrigen. Sie weint in meinem rechten Ohr. Was ist denn für eine komische Tür? Wieso ist sie im Boden? Warte, ich gehe erstmal, bevor ich jetzt hier... Aha.
Das ist nicht euer Ernst, oder? Was ist das? Ich will hier raus. Geh weg. Geh weg. Geh weg, ich will hier nicht sein. Und ich höre die immer noch weinen. Immer noch. Ist das fies? Oh. Wo bin ich denn hier? Ach, komm an, hier brauchen wir bestimmt die Kurbel für. Lisa, gibst du mir die Kurbel wieder? Ach, die Kurbel ist schon dran. Ach, hat Lisa schon dran gemacht, die Kurbel? Guck mal eine an. Oh oh. Das Weinen wird lauter. Das Weinen wird richtig laut. Ich will das nicht mehr spielen, ich will nur noch hier raus. Alles voller Farbe. That her? Oh God. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Ich höre sie schon wieder weinen. Das ist so fies. Brennt das Bett? Was steht da? Was? In Asche sollst du ernten? Okay. Ist ja... Alter, vor allen Dingen in Asche sollst du ernten? In ashes you shall reap.